Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch eins meiner Lieblingsmuster zeigen, welches klassisch schwarz-weiß gehäkelt wird, was aber nicht bedeutet, dass ihr auch andere Farben verwenden könnt. Ich mache es zum Beispiel jetzt mit Pink und Weiß, weil man Schwarz sowieso nicht in der Kamera sehen kann. Und es besteht aus einer Maschenzahl teilbar durch 2 und wir häkeln mit festen Maschen und ganzen Stäbchen. Ihr werdet jetzt sehen, wie einfach das zu häkeln ist. Ich habe hier 16 Luftmaschen gehäkelt und da ich mit einer festen Masche anfange, mache ich noch eine Luftmasche. Ich gehe in die nächste Masche und häkel eine feste Masche. Es folgt ein ganzes Stäbchen und jetzt häkel ich abwechselnd immer eine feste Masche und ein ganzes Stäbchen und wieder feste Masche, ganzes Stäbchen, feste Masche, ganzes Stäbchen und das mache ich abwechselnd immer feste Masche, ganzes Stäbchen, bis ich am Ende der Reihe angekommen bin. Feste Masche und enden tut die Reihe mit einem ganzen Stäbchen. So, jetzt habe ich die 3 Maschen auf meiner Nadel. Ich häkel erstmal die ersten 2. Die anderen 2 bleiben noch auf der Nadel, weil wir jetzt die Farbe wechseln. So, diese 2 Maschen, die häkel ich mit einer neuen Farbe und es folgt eine Luftmasche. Nun wende ich meine Arbeit. Und die erste Farbe, in meinem Fall das Pink, das wird gleich mitverarbeitet. Ich lege den Faden an den Maschen, die ich gleich häkeln werde, damit ich eben keine lästigen Fäden an der Seite habe, die vernäht werden müssen. So, die Reihe wurde beendet mit dem ganzen Stäbchen. Und jetzt fange ich an mit einer festen Masche. Die nächste Masche, die ich habe, ist eine feste Masche. Da häkle ich jetzt ein ganzes Stäbchen. Die nächste Masche ist ein ganzes Stäbchen, also häkle ich jetzt eine feste Masche und abwechseln jetzt wieder. Da, wo meine feste Masche ist, da häkle ich ein ganzes Stäbchen. Und da, wo mein ganzes Stäbchen ist, kommt eine feste Masche. Und nochmal, hier ist eine feste Masche, da häkele ich ein ganzes Stäbchen. Hier ist ein ganzes Stäbchen, da häkele ich eine feste Masche. Und das ist eigentlich das Geheimnis dieses Musters. Es ist eine feste Masche, da kommt ein ganzes Stäbchen hin. Hier haben wir ein ganzes Stäbchen, es folgt eine feste Masche. Und wieder ein ganzes Stäbchen. Eine feste Masche. Hier haben wir wieder eine feste Masche, da kommt ein ganzes Stäbchen hin. Hier ist das ganze Stäbchen, da kommt eine feste Masche. Und wieder hier ein ganzes Stäbchen, eine feste Masche. Und enden du das Ganze wieder mit einem ganzen Stäbchen. Das heißt, wir fangen immer an mit einer festen Masche und wir enden immer mit einem ganzen Stäbchen. So, jetzt wird wieder die Farbe gewechselt. Eine Luftmasche. So, den weißen Faden, den häkel ich jetzt wieder mit.
Die Reihe habe ich zu Ende gehäkelt, wieder mit einem ganzen Stäbchen, also fange ich mit einer festen Masche an. Und jetzt folgt wieder ein ganzes Stäbchen. Da, wo die Masche kürzer ist, das ist die feste Masche und da wird mein ganzes Stäbchen gehäkelt. Und da, wo die Masche länger ist, das ist ein ganzes Stäbchen und da wird eine feste Masche gehäkelt. Also immer abwechselnd. Feste Masche, ganze Stäbchen, feste Masche, ganze Stäbchen. Ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach, auch wenn es kompliziert aussieht, wenn man das Muster nicht kennt. Und man kann alles, aber auch wirklich alles damit häkeln. Ob es nun eine Mütze ist, Handschuhe, ein Dreieckstuch, eine Decke, Pullover. Das ist ein klassisch schönes Muster und alles sieht wirklich gut aus. So, eine feste Masche und enden tut die Reihe wieder mit einem ganzen Stäbchen. Jetzt werden wieder die zwei gehäkelt, dann wechsle ich hier die Farbe und dann das Ganze von vorne. Und wenn es größer wird, sieht es dann so aus. Probiert es aus, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Muster und ich wünsche euch wieder ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.